Gott, wir müssen schnell mit der Kette weg. Ich hab's geschafft, das Portal durchzuschießen. Aber ich will ja auch nicht. Oh, klasse! Du hast es geschafft! Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Okay, gut. Ich habe da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Komm mit die Leuchten mal. Ganz schön dunkel hier, was? Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören, die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Das stimmt. Das stimmt. Nur dass ich vielleicht einen Sprung verkackt, ist wohl nicht schön. Nicht stehen bleiben! Der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein! Ja, das kommt. Dann leuchte auch vernünftig aus. Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung. Das brauch ich nicht. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Oh, schön gemacht. Schnell, hier lang. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells. Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Vacuum pipes cropped up occasionally in the original portal. This time we wanted to show that this was the main way that Aperture transported all of its supplies about the facility. It felt very true to Aperture that it seemed like an inefficient and ridiculously expensive solution to their transport problems. We also wanted it to feel more violent and physical than before, with objects constantly ricocheting against the sides of the pipes. It was as if Aperture had no real control over the system and no real care for the things they were transporting. After all, they have thousands of things. Laber doch nicht. Ich will auch mal was schauen. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Ja. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Oh, ich sag dir was. Liebe Menschen, schon allein wie sie aussehen, toll. Und ihre Kultur, einfach faszinierend. We felt that most players of Portal, ourselves included, wanted more opportunities to look behind the scenes of Aperture, and not only into deserted crawl spaces, but into the vital heart of the factory. The turret factory was a way for us to satisfy this desire, while also answering the nagging question of where all the stuff in the facility came from. Because we constantly allude to the turret creation process throughout the game, it is satisfying from a story standpoint to finally stand before the machine you've been hearing about. By showing how turrets are made, it's easy enough to extrapolate a similar creation path for all the other items that Aperture generates, only to be consumed by the endless process of product testing. We designed an entire life cycle for the poor doomed turrets, from creation, product testing, error detection, packaging, and their ultimate unpackaging prior to being recycled. In fact, the turrets never make it to shipping. As soon as a turret is completely finished and packed in a box, it is immediately sent to the unboxer, where it goes on to recycling and begins its life anew. Thus, we show Aperture continually building and repurposing its items in the most inefficient way imaginable. We never got around to building the actual unboxer, but what we pictured was that it was located immediately below the boxing machine. And while the turrets would be reduced to their components, the boxes would be discarded and end up in a steadily growing mountain of unrecycled packing materials. Okay.
Also, ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Oh ja, ich bin schon. Kein Problem. Halt mich hier. Nicht durch. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Okay. Das Schlimme ist, man kann nicht super sterben, man kann nicht runterfallen. Wenn man den hier aufnimmt, kriegt man ein Achievement. Ich bedanke mich für die Information. Wir sehen uns irgendwann wieder. Ja, so macht das mal. Antwort. Mir nach, das wird dir gefallen. Sind fast da. Tada! Das Kontrollzentrum der Geschütztürme. Vielen Dank. Sieh doch mal durch das Fenster. Siehst du den Scanner da? Er entscheidet, welche Türme aussortiert werden. Und dabei nimmt er den Prototyp als Vorlage. Wenn wir diese Vorlage wegnehmen, wird die gesamte Produktion lahmgelegt. Na schön. Ich muss die Tür hacken, damit wir da ran können. Ganz schön technisch. Du musst dich umdrehen. Hallo? Fertig, gehackt. Ja, gut so. Hol den Turm raus. Okay, das sollte genügen. Keine Vorlage, Vorgang erfolgt aus Speicher. Oder auch nicht. Das Was hast du da? Vorlage. Antwort. Hallo, hallo. Es gibt ein Achievement. Was machst du? Oh, perfekt, das ist perfekt. Neue Vorlage akzeptiert. Wenn wir Glück haben, merkt sie gar nicht, dass alle ihre Türme nichts taugen. Genial. Okay, du achtest auf das Fließband und ich mach uns die Tür auf. Vorlage. Antwort. Okay, der Meisterhacker fängt jetzt an. Von weitem sieht es ein bisschen leichter aus. Antwort. Dauert etwa 10 Minuten. Behalte die Tür im Auge. Vorlage. Antwort. Na, ich denke mir, nie vor. Das hier ist ganz schön kompliziert. Ah, seit wann ist die Tür denn schon auf? Hast du nicht bemerkt, dass sich die Tür geöffnet hat? Es muss doch ein Summen oder ein Warnton oder ein Hackeralarm gegeben haben. Klar, das Wichtigste ist, die Tür ist offen. Aber beim nächsten Mal sag doch irgendwas. Huste wenigstens. Schön. Also ihre Geschütztürme kann sie vergessen. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nervengewaffen. Der Tochtertag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und? 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. Yay. Okay. Das ist eine gute Nachricht. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Gut.
Neurotoxin-Sauce. Das könnte vielleicht stimmen. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Ach, okay, hier lang.